Guten Tag, lieben Leute. Willkommen zurück zu Rotten 4 und wir machen weiter mit Diveman. Diveman. Er ist der Wasser-Robot-Master. Jupp. Und das heißt Wasserlevel. Und die Wasserlevel in Mega Man, habe ich das überhaupt schon mal angeschnitten, sind super. Bis auf die ganzen Stacheln, die ich hier sehe. Danke. Bis auf diese... Ich meine... Ja, das ist eine schöne Verarsche. Denkt sich Diveman jetzt sicher. Den habe ich jetzt aber schön übers Ohr gehauen. Das ist doch nicht lustig, wenn da ein Leben auf mich wartet und das immer Stacheln ist. Naja. Was soll man da wohl tun, außer sich ärgern? Mini-Boss! Mini-Wahl! Es ist einfach Wahl, okay? Sagen wir Wahl. Woo! Jamona! Hey Eddie, gib mir ein Item, danke. Das ist auch echt super. Gut. Und ja. Gut. Wir machen Fortschritt. Und in diesem Level ist auch so ein Item wie dieser Ballonadapter, den wir in Pharaoh Man's Stage bekommen haben. Wo ist das Item? Das seht ihr im nächsten... Nee, Scherz. Das seht ihr jetzt nicht im nächsten Part, ey. Ich fopp euch nur. Nein, ich fapp euch nicht, ich fopp euch. Nicht fapp. Fop. Gut. Nein! Haha, ich habe euch echt verarscht. Das ist, wo das Item ist. Das ist das Secret Item. Und ich versuche jetzt einen Skill abzumachen, der... Ich liebe Brightmans Waffe. Das ist super. Oh Mann. Ich habe gerade so viel Spaß. Naja. Das ist mir jetzt aber relativ wurscht, ob ich Spaß habe oder ihr, weil das mein Let's Play ist. Und wenn ihr ganz Spaß habt, dann seid ihr hässlos und ich block euch. Ne Scherz. Naja. Der Wal ist wieder da. Das heißt, wir müssen... Ach ja, ich sollte vielleicht drüber reden, was wir bekommen haben. Wir haben den Wire Adapter bekommen. Was ist der Wire Adapter, fragt ihr euch jetzt sicher. Der Wire Adapter ist... darf ich euch das im nächsten Robot Master Stage Level sagen? Weil hier kann man das nicht demonstrieren, ich meine. Hier geht einfach nicht. Es geht nicht. Nee, ernsthaft, es geht hier nicht. Ich habe nur einen Hit-Tick, okay. Scheiß drauf. Benutze ich den jetzt mal einfach mal. Naja. Das ist cool. Jo. Na dann. Hey, Brightman! Brightman? Diveman! Was rede ich für einen Scheiß halt wieder? Also, seine Taktik ist es, einfach in euch reinzurasen. Wie der Torpedo, der er ist. Danke. Danke. Versuchen wir jetzt erst einmal mit dem Megabuster ein bisschen Schaden zu machen und dann erst mit Skull Shield anzufangen, weil ich habe gehört, dass der Megabuster auch gut ist dagegen, aber bis jetzt habe ich noch nie so mit dem Skull Shield abgefeiert. Ja, dann slide ich in ihn rein. Held des Jahres, Leute. Ey, was ist denn da los mit mir heute? Ich bin doch der Mega Man Pro hier. Okay, und jetzt. Alles, weißt du was, scheiß drauf. What the fuck? Meine Fresse. Kann ich heute gar nichts. Okay, versuchen wir jetzt nicht rumzuspacken und einfach auf den Punkt zu kommen.
Weil das ist lächerlich, was ich hier gerade verzapfe für einen Scheiß. Bam. 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 Ey, it's... Nope. Chuck Tester. Okay. Yo. Na dann. Beam mich hoch, Scotty. Wow. Habt ihr das gesehen? Er hat sich nach oben teleportiert. So, wit. Also nicht rip, sondern wit. Aber von Diveman kriegen wir Dive Missile. Es ist eine Rakete, die auf Gegner homt. Simpel geht's nicht. Drillman ist der letzte Robotmeister, Leute, und nach dem kommen wir zu Dr. Cossack. Er ist Russe. Gut. Ein kleiner interessanter Fakt über Drillman. Er hat mal eine Goldader gefunden. Kein Scheiß. Spielt Mega Man in Base, da gibt's ein Bio von jedem Robotmeister. Sogar Drillman. Und da steht, dass er eine Goldmine gefunden hat. Nicht Mine, Ader. Wie geil. Also der Typ muss reich sein. Naja. Aber ehrlich, der Typ hat, er hat eine Goldmine gefunden. Ich verarsche euch hier nicht. Das ist die Wahrheit. Und wenn ich sage, dass es die Wahrheit ist, dann ist es die Wahrheit. Und komm schon. Komm schon. Zeig's mir, was du kannst. Komm schon, Baton. Ja, yeah. Digga. Komm schon, gib her. Brauche ich jetzt zwar nicht wirklich, aber okay. Und die Stacheln in diesem Level sind natürlich Drills. Passend zu Drillman. Ein kleiner netter Touch, den ich mag. Es sind die kleinen Dinge. Wie oft sage ich das eigentlich schon? Aber es sind die kleinen Dinge, die ein Spiel ausmachen. Nicht das Spiel auch, nicht nur das Spiel, sondern... Und egal wie hoch ihr springt, ihr könnt nicht an die oberen Stacheln. Also die sind nur da, um euch zu verarschen. Wirklich. Das hier. Super. Danke, Capcom. Capcom. Verarscht Spieler seit 19... Irgendwas. Ich weiß nicht, wie lange Capcom schon existiert. Naja. Und, nope. Chat Tester. La la la. La la la. La 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 la. Und jetzt kommt der Wild Adapter zum Use. Mega Man. Bist du bereit, um den Zuschauern den Wild Adapter zu sagen? Aha. Gut, dann zeig mal her. Wahoi! Ne? Hä? Wow! Aha. Leben! Leben! Oh. Eine Frage. Au! Au! Wie viele Leben habe ich? 8. Boah, 8 Leben, Alter! Boah, furchtbar. Versuchen wir mal, machen wir mal einen auf Schild und Sock. Yep. Ah, nice. Ich werde hier überleben. Ich komme hier lebend raus. Nope. Okay, das ist ein bisschen tricky gewesen jetzt gerade mit dem... Ja, danke. Hoa! Hoho! Lalala. Gut, dann töte ich mich mal. Ich mache jetzt einfach Selbstmord bei Drillman, weil der Checkpoint ist bei dem Boss-Tor. Also da habe ich keine Probleme mit. Komm schon, töt mich. Danke. Ich hab dich lieb. Nicht wirklich. Nein, nein, nein. Nein, das habe ich nicht. Gut. Danke, Missile. Und ab geht's. Hallo, Drillman. Ja, gut. Drillmans Taktik ist, er drillt sich in den Boden und kommt dort raus, wo ihr eigentlich seid. Aber wenn ihr ständig slidet, wie der Noob, der ihr seid, dann kann euch gar nichts. Und dann schießt er noch seine Drill-Bombs. Yep, er ist der Bombiger aus diesem Squad. Ja, also kurz gesagt, er ist der, der die Bomben benutzt. Jo. Er ist der Bombman von Mega Man 4. Sagen wir es so. Er ist der Crashman.
Er ist der Hartman. Ach Gott, nicht schon wieder Hartman, bitte. Lasst mich in Ruhe mit Hartman. Ich will keinen Hartman mehr hören. Aber egal, von ihm kriegen wir irgendwas mit Drill. Ich weiß jetzt nicht den Namen. Drill. Ach, komm schon, Mega Man, hoch. Von ihm kriegen wir Drill Bomb. Eine Bombattacke. Und noch etwas. You got Wash Chat, bitte! Yep, wir bekommen Wash Chat. Und jetzt ist es Zeit, gegen Dr. Gossek anzutreten. Im nächsten Part werden wir Dr. Gossek vernichten. Nicht wirklich, aber wir gehen zu seinem Schluss. Ist doch das Gleiche. Wir sehen uns, wenn es wieder heißt, Rocket 4. Bis dahin. Tschüss.